Ja, und was auch den einen oder anderen von euch interessiert, ist einfach, ob die Schmutzfänger, die ich habe montieren lassen, einen entsprechenden Effekt haben und das Auto nicht so an der Seite eingesaut wird. Und das wollen wir uns mal angucken. Also das Auto ist jetzt ungefähr 1.500 Kilometer gefahren, ohne zu waschen, viel in Regen und wirklich Schmuddelwetter. Und ja, hier kann man schon mal sehen, ja, es ist halt vorne auf jeden Fall schmutzig. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das an der Seite aussieht. Also hier sieht man halt auch, dass es entsprechend schmutzig ist. Das bleibt ja nicht aus. Und hier habe ich ja die entsprechenden Schmutzfänger ja installieren lassen, direkt als ich das Auto bekommen habe. Und ja, ihr könnt sehen, die sind natürlich auch ein bisschen schmutzig, ist ganz klar. Aber an der Seite wird zumindest kein Schmutz hochgeschleudert. Was jetzt hier zu sehen ist, ist natürlich, ich sag mal, der ganz normale Schmutz, der am Auto dran ist. Und wenn es so oben drauf regnet, dass es halt langsam nach unten läuft. Das sieht man hier auch, ne? Das sind so Laufspuren, die kommen von oben nach unten, aber kommen halt nicht hier von der Seite. Da wird also nichts dreckig gespritzt. Aber natürlich, die Schmutzfänger können jetzt nicht dafür sorgen, dass gar kein Schmutz ans Auto kommt, sondern der normale Straßenschmutz, der ist einfach da. Ich fahre ja auch nicht alleine auf der Straße rum, sondern sind ja andere Autos auch unterwegs und die wirbeln ja auch Dreck auf und Nässe und so weiter und das setzt sich natürlich am Auto auch ab und läuft dann ganz schön nach unten. Und von daher ist das natürlich immer noch eine kleine Hilfe, so ein Schmutzfänger, aber verhindert natürlich nicht, dass das Auto dreckig wird. Jetzt gehen wir mal weiter. Also hier sieht man auch, ne, ganz, ganz schlimm schmutzig, muss auch dann mal wieder gewaschen werden. Und hinten haben wir dann hier entsprechend auch genauso diesen Schmutzfänger, wie ihr seht. Und da ist halt auch so, also an der Seite hinten. Also was man hier sieht, sind halt Laufspuren von oben nach unten, aber nicht so, dass es vom Rad halt hochgeschleudert wird. Also das ist schon deutlich, ein deutlicher Effekt. Ich habe natürlich keinen Vergleich zu einem e-Niro ohne Schmutzfänger, wie das dann aussieht. Müsste man vielleicht tatsächlich mal ausprobieren. Aber wo es halt ganz schlimm ist, ist natürlich hinten. Also hinten, das sieht echt ja, katastrophal aus. Aber das ist halt so, ne? Ich meine, der ganze Schmutz von der Straße wird dann halt hochgewirbelt und verwirbelt dann hinterm Auto und dann kommt der Schmutz ganz klar auch hinten ans Auto ran. Und das sieht dann entsprechend, ja, ich sag mal, wüst aus, ne? Und hier auf der zweiten Seite können wir auch noch mal kurz gucken. Also das ist genauso. Hier hinten sehen wir, ne? Also die Laufspuren sind wirklich von oben nach unten und nicht von hinten vom Rad halt hochgewirbelt. Und das gucken wir uns vorne auch noch mal an. Genau, also auch hier nochmal, ne? Klar, Schmutz ist vorhanden, sieht man sehr, sehr deutlich, aber es sind halt immer noch die Laufspuren von oben nach unten und halt nicht unten vom Rad, was hochgewirbelt wird. Von daher glaube ich schon, dass die Schmutzfänger einen entsprechenden positiven Beitrag leisten, dass das Auto nicht zu extrem einsaut. Gerade wenn man irgendwie mal durch matschiges Gelände fährt, ist das, glaube ich, sonst ein Problem. Aber ich habe natürlich auch eine Farbe gewählt mit Weiß, wo man den Schmutz sehr, sehr gut dran sieht. Das ist aber auch bewusst so gewesen, das weiß ich natürlich. Ich hatte vorher auch schon diverse weiße Autos. Finde Weiß trotzdem eine sehr angenehme Farbe. Auch wenn ich weiß, dass halt ja der Schmutz da dran sichtbar ist, genau wie bei einem schwarzen Auto. Also wenn man da ja nicht so gern Schmutz sieht, dann sollte man sich tendenziell eher für so eine graue Farbe entscheiden. Ich glaube, dann ist man damit ganz happy unterwegs. Aber alles, was davon abweicht, da sieht man den Schmutz halt schon sehr extrem. Aber das nur mal als kleine Info zu den Schmutzfängern, ein entsprechendes Update dazu.